Offenbar stecken in euch wirklich noch verborgene Kräfte. Aber sie sind chaotisch, nicht gebündelt und kontrolliert. Das habe ich schon lange nicht mehr in dieser Form gesehen. Aber wir sollten uns hier nicht lange aufhalten. Wir haben keine Zeit. Geht voran, mein Freund. Interessant zu wissen. Also wie es aussieht, gibt es in der Zwischenwelt zwischen Leben und Tod keine Türen. Und ja, das war ein Spaß, bevor irgendwelche Leute das wieder ernst nehmen. Jesus Christ. So was muss man immer dazu sagen, weil bei einigen Leuten geht der IQ nicht über den eines kaputten Wäschetrockners hinaus. Komm hier. So, komm her, Anna. Wir gehen jetzt weiter. Durch diese wundervollen Gänge. Irgendjemand hat hier ein Lager aufgeschlagen. Nicht unbedingt der beste Platz dafür. Naja, Kanäle sind nun mal Kanäle. Die werden mich nicht von den Socken hauen, was das Design angeht und sowas. Hallo? Sonst nichts? Scheinbar nichts? Ich folge einfach mal dem Weg. Ich gucke hier nicht so genau wie bei anderen Leveln und Mods und Let's Plays in jede Ecke, ob es irgendwo Loot gibt, weil ich gerade viel zu heiß darauf bin, einfach der Story zu folgen. Ach, das war keine Tür zum Hochziehen, alles klar. Warte, war das Adash? Adash-Wasser? Kanäle? Nee, alte Abwasserkanäle, ich dachte schon gerade eben. Sind wir schon jetzt auf dem richtigen Weg? Oder näher am Ziel wohl eher? Die Ruinen von Mina Krukos. Sie scheinen noch größer zu sein, als es die alten Geschichten berichten. Und noch zerstörter. Wow, ich dachte schon, wir wären vorher in den Ruinen gewesen, aber scheinbar betreten wir erst jetzt sie so richtig. Dabei nehme ich schon so lange auf. Moment. 2,5 Stunden nehme ich schon auf. Ich will eigentlich langsam eine Pause machen, aber ich will noch unbedingt bei Adash ankommen. Ich will diese Stadt sehen. Oh, hallo. Oh. Du hast doch letztes Mal irgend so einen lilanen Zauber gesprochen. Du kannst sicher damit was anfangen. Seht ihr diese Lichter, mein Freund? Das sind magische Orbs. Jemand muss sie hier vor nicht allzu langer Zeit beschworen haben. Oh, ich hätte auch gern so einen Zauber. Oh, Bauchredner. Die Kanäle führen uns nach Osten und somit in Richtung Adash. Wir sind also auf dem richtigen Weg. Alles klar. Nicht Bauchredner, ich meine Stummsprecher-Dingens. Er ist plötzlich verstummt, hat aber seine Lippen weiter bewegt. Wenn ich sowas zaubern könnte, das wäre so geil. Dann könnte ich einfach in Räume so ein Teil hinsetzen und dann in aller Ruhe kämpfen. Oh. Wir haben sogar noch mehr Glück, als ich erhofft hatte. Seht nur, mein Freund, ein Portstein. Ja, ich weiß, was ihr sagen wollt. Es wird nicht das gleiche passieren wie beim letzten Mal. Vertraut mir einfach. Nope. Seid ihr bereit? Naja, worauf sollten wir auch noch warten? Bitte lass es funktionieren. Nun, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Welche wollt ihr zuerst hören? Die gute? Wir wurden nicht wieder getrennt, wie beim letzten Mal. Und ich sitze nicht wieder in einer Zelle. Das sollte selbstverständlich sein. Nun ja, wir sind nicht in Adash gelandet. Zumindest sind wir sicherlich nicht dort, wo ich uns hinbringen wollte. Mann, Anna, was soll das denn? Du bist wirklich nur ein Adjutant und kein voll ausgewachsener Magier. Und jetzt? Was bleibt uns denn? Wir können entweder hier warten, mein Freund, oder wir verlassen diesen modrigen Keller. Geht nur voran, mein Freund. Geht nur voran. Ich wäre dafür, dass wir einfach warten. Hat irgendjemand was dagegen? Sonst ist hier nichts, einfach irgendein brennender Keller. Oh, ich weiß nicht, wir sind ja derzeit noch im Prolog, wie man hier im Questlog sehen kann. Prolog. Ach, wir waren gerade eben hier irgendwo in den Abwasserkanälen. Jetzt sind wir hier auf der Karte. Maradan irgendwo. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich den Patch von, hier von, na, wie heißt es, meine Freunde, von Adash installiert habe.
Boah, ich habe schon ewig nicht mehr gespeichert. Weil es gibt einen Patch, Version 1.0.1, weil ich gelesen habe, dass ziemlich viele Leute Probleme mit Quests hatten. Sobald sie in das erste Kapitel gekommen sind, und wir sind ja im Prolog und vielleicht beginnt bald das erste Kapitel. Ich überlege mir gerade einfach die Aufnahme abzubrechen und dann den Patch zu installieren, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Oh! Oh, what? Was zum... Flammengeist. Ah, ich sehe gar nichts. Oh, shit. Hamas? Okay. Ich dachte, der wird jetzt angegriffen und teleportiert sich auch weg, wie sein Kollege. Puh, okay. Ich hätte die Seele eigentlich einfangen können von dem Vieh. Mein Stein von Azura, genau, der ist wieder frei. Holztür zu Dinamadash. Warum Dinamadash? Oh, man. Wo rennen die alle hin? Oh Gott. Dammit. Gott, diese ganzen Flammen, ich sehe das. Wegen... Schon tot? Oh Gott, der Schaden. Ich helfe dir, mein Freund. Ich sehe gar nicht... Ich sehe nie, wo die Gestalt konkret ist, weil die so komisch wabernd... Ich fange mir später das erste Mal wieder eine Seele ein. Ja. Sobald ich die Monster auch sehen kann, die ich einfangen will. So. So. Gibt's auch keine Leichen zum Looten oder sowas? Diese Kälte, spürt ihr das auch, mein Freund? Eine unglaublich starke, dunkle Macht ist an diesem Ort. Oh, oh. Oh nein, nicht du auch noch. Was ist los? Ein wahrlich amüsantes Schauspiel habt ihr den Händen in der Heune gezeigt. In diesen Tagen beginnt ein neues Zeitalter in den Namadash. Fürchtet euch. Adash wird bis auf seine Grundfeste niederbrennen. Der Gadash wird an ihrem neuen Meister in das neue Zeitalter folgen. Und ihr... Oh nein, was ist los? Oh, oh! Was zum Teufel? Was geschieht hier? Die Animation sah aber cool aus. Das Tor steckt. Es steht in Flammen. Der Zirkel. Das wurde gestern geschleift und vergessen. Meine Seele ist ein Moloch, den ich zu ergründen suche. Nein, nein, macht euch nicht die Mühe, euch zu erheben. Es wird euch sowieso nicht gelingen. Wisst ihr, der Hauch des Schicksals haftet an euch. Seit jenem Tage, als die Flammenwand Adurs von eurem Kommen berichtete, warten wir bereits auf euch. So sagt mir, fürchtet ihr nicht den Tod? Fürchtet ihr nicht das Schicksal? Fürchtet ihr nicht den Abgrund hinter dem dunklen Feuer? Das Urudutas ist der Wille des Arrakesh. Doch nur der Weg zum Ziel. Und wenn die ganze Welt in Flammen stehen muss. Wir würden die ganze Welt abschlachten, wenn es Arrakesh den Weg ebnen würde. Wir alle sind nur Figuren in einem Spiel, das unser Verständnis weit übersteigt. Doch wollen wir am Ende nicht auf der Seite stehen, die den Sieg erringen wird? Denkt über unsere Worte nach. Und bevor ich es vergesse,
Willkommen in Adash. Minas Seros wurde vom Urudutas genommen. Die azurblaue Legion, die einst das Exil der ewig Verbannten bewachte, wurde aufgerieben und die Arkadash ziehen vom alten Ruf getrieben nach Osten über die Namadash. Das dunkle Feuer stets im Rücken. Nachdem der Angriff der Arkadash auf mein Leben teuer bezahlt werden musste, zieht der Fremde aus dem Osten in die Stadt Adash ein. Welchen Weg wird er wählen? Adash awesome! Prolog-Quest beendet. Im zerstörten Dorf wurde Ennas Körper für kurze Zeit von einem der entflohenen Arkadash benutzt, um mir eine Botschaft zu übermitteln. Ich solle mich entscheiden, ob ich dem mir völlig unbekannten Arrakesh dienen will oder in den Flammen des nahenden Urudutas mein Leben lassen will. Wer auch immer diese Fraktionen sind, also Arrakesh ist bestimmt von diesem Clan des schwarzen Blabla irgendwas. Der Anführer, also hatte ich so das Gefühl gehabt vorhin, oder Urudutas, Jesus, I don't know. Naja, wir werden dann sicher noch sehen. Ausgezeichnet, meine Freunde, wir sind jetzt, Kartenmarkierung hinzugefügt, im ersten Kapitel. Das war der Prolog. Nördliches Totenportal, große Exklave des Weißen Zirkels, Westbezirk. Warte mal, ist das ganze Ding hier Adash? Are you kidding me? Hafenanlagen, Armenviertel, ja, das sieht fast so aus. Das ist doch niemals Adash. Wow. Okay. Bucht von Adash. Das könnte Adash sein, ja. Gut, wir werden es auf jeden Fall wissen, sobald wir hier rausgehen. Gründer der Zirkel, das scheint ja auch neu zu sein. Zusammengetragen von Alandrius. Offizielles Informationsmaterial, herausgegeben von der historischen Bibliothek der Arkanenbruderschaft von Adash. Okay. Also einfach so ein bisschen Wissen dazu. Das Leben von Ahab, dem Dritten. Die Arkane Bruderschaft. Okay. Also ich öffne jedes Buch und blätter einmal kurz durch, damit ihr, wenn ihr Lust habt, natürlich so wie immer anhalten könnt auf der jeweiligen Seite. Ja, ich habe ein bisschen schnell hier durchgeschlagen. Ich glaube, ich mache das nochmal ein bisschen langsam für die Leute von euch, die wirklich interessiert sind, das zu lesen. Ich finde es auch ganz cool, aber ich werde jetzt keine Let's Reads machen wie bei Nerim dazu. Außer natürlich, wenn mich irgendwann früher oder später die Story hier voll von den Socken hauen würde, dann müssen wir das natürlich noch machen. Das Haus ist aber auf jeden Fall cool eingerichtet. Vielleicht ist das hier das Zeichen von Adash, die Stadt der Sonne oder sowas. Oh. Irgendwie habe ich gerade voll Bock, diese Erdbeere zu essen. Frag nicht. Nam. Nimm das einfach hin. Schön eingerichteter Raum, wie gesagt, mit den ganzen Bildern, Tischen, dem Bett. Sehr hübsch. Okay, werden wir dann gleich vielleicht einen Blick tatsächlich auf Adash werfen können? Ihr seid endlich erwacht. Wir hatten schon das Schlimmste befürchtet. Was ist geschehen? Erinnert ihr euch nicht mehr, mein Freund? Das Dorf. Einer der entflohenen Arkadash hatte von mir Besitz ergriffen. Ich hatte keine Kontrolle mehr über meinen Körper, aber mein Geist bekam jedes Wort und jede Tat mit. Arkadash? Die ewig Verbannten aus Minas Seros. Sie wurden vor langer, langer Zeit mit der mächtigsten Schwarzmagie der Namadash erschaffen. In ihren Augen sind sie auf einer heiligen Mission. Vor vielen hundert Jahren folgten sie dem Erzmagister des Schwarzen Zirkels und brachten großes Unheil über diese Welt. Doch dank der vereinten Macht der anderen vier Zirkel von Adash konnten diese dunklen Kreaturen tief unter die Erde von Minas Seros getrieben werden. Dort wurden sie in Ketten gelegt, für alle Ewigkeiten. Bewacht von der azurblauen Legion. Doch
Das Urodutas hat Minas Seros zerstört und die Arkadas befreit. Was ist das Urodutas? Das dunkle Feuer. Eine alte magische Waffe, wenn man es so nennen will. Als der schwarze Zirkel zusehen musste, wie die Arkadas nach Minas Seros getrieben wurden, kamen die mächtigsten Schwarzmagier jener Zeit zusammen. An einem uns noch heute unbekannten Ort beschlossen sie, diese Welt in ein flammendes Inferno zu stürzen. Ein unersättliches magisches Feuer. Doch es gelang den anderen Zirkel, diesen Plan zu vereiteln und das Urodutas im Keim zu ersticken, bis heute. Irgendjemand hat das Urodutas vor wenigen Tagen weit im Westen der Namadash entzündet und niemand weiß, ob wir diesmal einen Sieg erringen können. Dunkle Zeiten stehen uns bevor, mein Freund. Mehr zum schwarzen Zirkel vielleicht? Einige hier in Adash vermuten dies, aber nur wenige Magier sind mächtig genug, um das dunkle Feuer unbemerkt zu entzünden. Die Arkane-Bruderschaft hat den Kampf gegen die Flammen zur höchsten Priorität erklärt. All unsere Hoffnungen liegen nun bei diesen Männern und Frauen. Und was machen wir jetzt? Wir? Ich werde in Kürze vor die Arkane-Bruderschaft treten und über das berichten, was wir beide hier erlebt haben. Und ihr? Ihr könnt euch in der Zwischenzeit die Stadt ansehen oder euren Weg zurück nach Tamriel antreten. Es liegt in euren Händen. Zurück nach Tamriel? Das geht so einfach? Falls dies euer Wunsch ist, sprecht einfach mit Armthiel, hier in der Exklave. Er kann euch in einem Wimpernschlag nach Tamriel bringen. Aber ihr seid natürlich immer wieder gerne hier in Adash gesehen. Kehrt zurück, wann immer es euch beliebt. Aber genug der Worte, mein Freund. Die Zeit drängt. Die Bruderschaft wird nicht auf mich warten. Lebt wohl, mein Freund. Wir sehen uns bald wieder. Oh, Informationen zum Spiel. Da in Adash ein freies Reisen durch die Umgebung nur beschränkt möglich ist, ist die Schnellreisefunktion sehr wichtig. Viele Orte kann man nur über diesen Weg erreichen. Oh, okay. Interessant. Ich kann jederzeit während meines Aufenthalts hier in Adash den Magier Armthil in der großen weißen Exklave im Westbezirk der Stadt aufsuchen, wenn ich zurück nach Tamriel reisen möchte. Oder will. Ja, das ist... Ja, die Mission will ich nicht aktiv haben. Guten Morgen. Morgen. Ich kann mich noch nicht bewegen. Oh. Guten Morgen. Morgen. Jetzt kommen die ganzen Lehrlinge hier, oder wie? Guten Morgen. Morgen. Noch jemand vielleicht? Hi. Guten Morgen. Morgen. Cool, ich komme mir hier richtig vor wie in so einer Magieschule oder sowas. Der weiße Zirkel. Da sind wir wahrscheinlich genau an dem Punkt angekommen, an den Hauptfeinden des schwarzen Zirkels. Cool, sehr cool, meine Freunde. Aber ich möchte, bevor ich hier diese Aufnahme abbreche... Oh, be Jesus! Fuhr! Armthils Kammer, warum ist das ein Einbruch? Ich muss doch mit dem reden, wenn ich wieder weg will von hier, oder? Da hält sich der Typ wahrscheinlich irgendwo draußen auf. Innenhof, da machen wir gleich. Ich will noch kurz gucken, was es hier so zu holen gibt oder was man hier so machen kann, so Feines. Nochmal Innenhof. Was? Umbra? Umbra Groglops Kammer. Irgendeine Orkin wahrscheinlich. Also wenn ich das richtig sehe, an der einen Seite ist überall Innenhof, Innenhof, Innenhof und hier sind überall Zimmer. Jesus. Wie viele Zimmer es hier gibt? Nochmal Innenhof. Das macht ihr doch extra, nur um mich zu verwirren. Kann das sein? So viele Türen zu Innenhof und so viele Zimmer. Adash Westbezirk, ah. Sieh mal einer an. Ich gehe jetzt nicht in jedes einzelne Zimmer. Ich will nur gucken, noch mehr Lehrlinge, Speisesaal. Da können wir kurz reingehen. Ah, gibt's gerade Mittagessen, meine Freunde? Guten Morgen. Gibt es Neuigkeiten? Morgen. Guten Morgen. Morgen. Schwer zu beschäftigen. Hoffentlich finden sie bald eine Lösung, das Feuer zu bezwingen. Guten Morgen. Und ihr seid euch damit wirklich sicher? Kaum zu glauben.
Möge der Segen Anurs stets euren Weg erhellen. Die haben von jedem wirklich einen guten Morgen aufgenommen. Guten Morgen. Morgen. Hallo. Seid gegrüßt. Wie kann der weiße Zirkel euch helfen? Hallo Emo. Erzählt mir etwas über euren Zirkel. Kann ich Mitglied werden? Echt, das geht? Für derartige Entscheidungen müsst ihr euch an den Leiter einer Exklave wenden. Hier im Westbezirk wäre dies Erzmagister Glamril. Und allgemein zu eurem Zirkel? Ich frag nur sie aus, ich werde jetzt nicht jeden von denen ansprechen, keine Sorge. Anur, der Gründer unseres Zirkels, wurde vor mehr als 2000 Jahren in Tamriel geboren. Genauer gesagt, in der Stadt Alinor. Als jedoch die Thrasianische Pest ausbrach, segelte er zusammen mit anderen Altmännern über die westliche See, hierher in die Namadash. Wenige Jahre später fand er die erste der bis dahin nur aus Legenden bekannten magischen Quellen. Auf dessen Macht gründete er unseren Zirkel. Ah, interessant, dankeschön. Möge Anur über euch wachen. Frau Emo Friese. Guten Morgen. Guten Morgen. So, Innenhof. Noch nicht, meine Freunde, noch nicht. So, ist Arnie gerade fertig mit dem Essen? Ich will hier ganz kurz meine Runde laufen durch das Stockwerk. Jetzt weiß ich, da sind überall Lehrlingszimmer. Wahrscheinlich sind die ganzen Leute vorhin gerade runter zu den Zimmern gelaufen. Genau. Und dann haben wir noch die Bibliothek, auch ein extra Raum. Genau, hier sind wir gespawnt ganz am Anfang. Gastgemach. Jetzt haben wir hier nochmal den Innenhof und die Bibliothek. Dann haben wir den Speisesaal und die Bibliothek. Oh, nice. So viele Bücher. So schön. Oh. Kleiner als erwartet. Ich hatte noch erwartet, dass jetzt hier irgendwo... Guten Morgen. Oh. Hallo. Willkommen in der Exklave des Weißen Zirkels. Wie kann ich helfen? Na gut. Lebt wohl. Jetzt wollen wir nicht jeden Einzelnen von denen durchfragen. Sehr schön. Ich dachte, in der Bibliothek wird jetzt noch so ein riesiger Raum auf uns zukommen, aber es war nur so ein kleiner Gang. Oh, die vom schwarzen dunklen Zirkel haben so ein grünes Glitzerdingens gehabt, als Macht irgendwie, als Machtdarstellung, Zauberdarstellung. Und hier ist ein goldenes natürlich. Und damn, sieht das hier gut aus. Wow, was für ein schöner Hof. Wow. Sicherlich habt ihr das. Diese Entwicklung beunruhigt mich. Was? Führungswechsel? Ich könnte diesem Kain sogar zutrauen, dass er seine Finger beim Ausbruch des Urodutas im Spiel hatte. Seine Herrschaft über den schwarzen Zirkel wird nur noch mehr Unheil über uns bringen. Auf Wiedersehen. Okay, also Kain soll der neue Anführer des schwarzen Zirkels sein. Kann ich ja auch Abkürzungen und so? Ach, dammit. Okay, dann gehe ich einfach mal hier wieder rein. Genau. Hier runter und dann können wir wahrscheinlich unten auch nochmal in den Hof rein. Auf der Minimap hier ist das echt total krass, wie viele Türen es überall gibt. Oh, schön. Schön. Da fühle ich mich wohl. Ich muss sagen, bisher, also, obwohl ich eigentlich nur dachte, ah, weißt du was, Nerim, das ist der einzig geile, gute, große Mod, den es hier überhaupt gibt. Weil ich hatte ehrlich gesagt, bevor ich mit Nerim angefangen habe, mit Oblivion Story Mods so gut wie gar nichts am Hut gehabt. Ich habe 2, 3 kleinere mal im Stream gezockt, die waren aber nicht so super. Und das hier, das haut mich voll von den Socken. Ich hätte nicht erwartet, dass Adash sowas Riesiges ist und wow und... Designtechnisch auch richtig hübsch gemacht. Jetzt ist nur die Frage, wie wir hier natürlich wieder rauskommen aus dem ganzen Ding. Abwasserkanäle, Speisesaal. Ach so, drinnen gab es ja auch eine Tür. Ah, gucken wir mal, was es hier so in Glamrils Kammer gibt. Hat einen besonderen Namen. Guten Tag, Glamril. Bist du vielleicht der Händler hier oder sowas? Ist leer. Okay. Oh, Vulkanglasdolche. Woo. Ah, Kopie. Das war ja klar. Oh, okay. Hier, Adash Westbezirk. Leute, es ist an der Zeit, die Stadt Adash besichtigen zu gehen.
Hier, wie es aussieht, noch ein kleiner Vorhof dazu, wenn ich das richtig sehe. Wo bin ich hier laut Karte gerade? Hier rechts im Westbezirk, aha. Hier, der weiße Zirkel. Oh. Oh, oh, okay. Ist das hier Wasser? Nein. Wäre sehr betonartiges Wasser. Wie, hier ist nur eine Tür? Zur großen weißen Exklave? Und sonst ist hier einfach nur ein... Nur... Okay. Irgendwo gibt es bestimmt einen offiziellen Weg, aber den habe ich so auf den ersten Blick jetzt erstmal nicht gesehen. Und man bewegt sich tatsächlich relativ langsam durch die Stadt, also das Ding ist gewaltig. Ich hätte gerne hier einen Marktplatz, irgendwas Offenes am besten. Dieses Tor lässt sich in dieser Version noch nicht passieren. Die meisten Orte in Adash und den Namadash sind per Schnellreise zu erreichen. Ach, die meisten Orte. Ich hatte vorhin, als die Meldung kam, genau dazu wollte ich auch noch ein paar Takte reden hier. Nein, aber als gesagt wurde, ja, einige Orte lassen sich nur per Schnellreise erreichen. Ich dachte ja, das haben die nur gesagt, vielleicht wegen einigen Dungeons oder so, die weit, ganz weit hinten irgendwo in der... auf der Map sind. Und nicht mitten in der Stadt Adash. Also ist die Adash... die Stadt Adash gar nicht wirklich begehbar, wie mir scheint. Ah, da komme ich sogar rein. Dann können wir nicht so wie in der Kaiserstadt oder so gemütlich durch ganz Adash spazieren gehen, sondern müssen, also können uns einen Bezirk angucken, so wie gerade eben, wo wir waren, ist so ein kleiner Unterbereich. Und dann müssen wir halt einfach uns teleportieren, sobald wir uns das angeschaut haben. Oh, hallo. Wo laufe ich gerade lang? Also Durchgänge haben die nicht gemacht? Garia-Pilz. Pilze. Neue Pflanzen, alle mitnehmen. Eine durchgängige Stadt haben sie nicht gemacht, die irgendwie miteinander verbunden ist, aber Abwasserkanäle, die sich kilometerweit erstrecken. Man muss ja das Wichtige im Auge haben. Dieses Tor lässt sich noch nicht betreten in dieser Version. Adash gibt es doch schon ein ganzes Weilchen lang. Wann kann man denn dann die Sachen da betreten? So, Innenhof. Ich werde jetzt hier nicht großartig irgendwie suchen gehen und mir das anschauen gehen. Und wenn ich das hier recht sehe, gibt es auch sonst nichts. Also keinen anderen Gang oder so, der uns auf irgendeine Art und Weise nach Adash führen könnte, meine Freunde, sondern wir haben hier wirklich das Einzige, scheint nur diese eine Tür zum Westbezirk zu sein. Mwah, abstürze sogar jetzt hier bei Oblivion! Ich dachte, es wäre so ein bisschen Nerim-eigen. Aber gut. Hier... So haben wir uns hier umgeschaut. Das scheint schon der Bezirk gewesen zu sein. Dann würde ich mal sagen, nachdem wir hier uns alles angeschaut haben, jedes kleinste Eckchen, gehen wir mal die Stadt Adash insgesamt besuchen. Totenportal, Totenstadt. Totenstadt, denke ich mal, machen wir als letztes. Südbezirk, der im Norden ist, alles klar. Schlossbezirk, ich denke, ich gehe zuerst... Südbezirk, Hafenbezirk, Schlossbezirk und dann die Totenstadt unten. Go! Malkos Armenviertel im Südbezirk. Ist in der Lage, im Vergleich zu den anderen... Na, das nenne ich mal einen Altar. In Ordnung, wo ist das Gold? Ach so, das ist Sajid! Ah! Von Blood and Mud noch und ich frage mich, oh geil, noch eine Quest, wer spricht mich hier gerade an? Nein, das war Sajid. Was haben wir hier? Tür zu Stadtwache, aha. Okay, hier können wir jetzt durch die Tür. Wo? Oh. Moment mal. Oh, entschuldigt bitte. Da habe ich euch wohl mit einem alten Freund verwechselt. Wäre aber auch zu schön gewesen. Aber warum sollte dieser feige Dieb hier auch noch einmal auftauchen, nach dem, was er mir angetan hat?
Schauspielleistung mangelhaft, aber ich lasse es durchgehen. Was ist vorgefallen? Dieser Halunke, den ich einst einen Freund nannte, hat mich bestohlen. Wir waren Schatzjäger, müsst ihr wissen. Doch nach unserem letzten Fund, der nicht gerade wenig wert war, ist er eines Nachts spurlos verschwunden. Mit dem Schatz natürlich. Ich hätte so etwas nie von ihm erwartet. Er war doch seit Kindestagen mein bester Freund. Ich kann es einfach nicht verstehen. Vielleicht ist er zu einem unserer alten Verstecke in den Bergen gegangen. Ich weiß es nicht, aber ich habe da so ein Gefühl. Ich will euch ja nicht damit belästigen. Da ihr aber eh schon gefragt habt, könntet ihr vielleicht mal für mich dort nachsehen? Ich selbst muss mich hier um die Scherben meines Lebens kümmern und habe keine Zeit, dorthin zu reisen. Aber ihr vielleicht? Wie auch immer, überlegt es euch. Ich zeichne euch den Ort unseres alten Verstecks auf eurer Karte ein. Vielen Dank. Ach, du kannst mir etwas auch hier über den Bezirk erzählen? Dann mach das auch noch kurz. Der Südbezirk liegt im Norden der Stadt. Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Ja. Und das Nordviertel liegt im Süden. Verwirrend, oder? Nö. Während des Krieges der Zirkel experimentierte der Schwarze Zirkel innerhalb der Mauern dieser Stadt mit uralter und längst vergessener Magie. Allerdings gelang es nicht, diese Kraft zu kontrollieren, und bei einer magischen Explosion wurde die gesammelte Kraft mit einem Schlag entladen. Infolgedessen drehte sich die Insel, auf der die Stadt Aedisch liegt. Das Nordviertel lag nun plötzlich im Süden, der Südbezirk im Norden. Jeder Versuch, die Insel erneut zu drehen, blieb in den folgenden Jahren erfolglos. Einzig der ehemalige Ostbezirk erhielt einen neuen Namen, sodass auch heute noch der Südbezirk im Norden der Stadt liegt. Interessant und wow! Was geht da ab mit den magischen Kräften, was sich da alles verdreht? Auf Wiedersehen. So, aber bevor wir das hier erkunden, weil ich möchte mich nicht irgendwie zu sehr verlaufen, gehen wir nochmal kurz hier rein. Das war auch der Südbezirk, oder? Nein, hier bin ich im Armenviertel. Okay, wisst ihr was? Dann werden wir einfach uns jetzt erstmal der Stadtwache umgucken und das Armenviertel anschauen, ja, weil das sieht... Ruhe! Weil das sieht hier richtig... Oh, was zum Teufel? Das sieht hier richtig geil aus. Und ich freue mich, das hier zu erkunden. Aber meine Freunde, erst nächste Aufnahme. Ich nehme tatsächlich hier schon knapp 3 Stunden auf, also mega lange. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns dann das nächste Mal wieder mit Adash. Persönlich ein kurzer erster Eindruck von mir. Ich finde Adash richtig, richtig geil. Es hat meine Erwartungen auf jeden Fall um Meilen übertroffen. Ich hätte nicht erwartet, sowas serviert zu bekommen. Wir machen das nächste Mal weiter und schauen uns die komplette Stadt an, sammeln noch andere Quests ein und dann werden wir mal gucken, ob wir demnächst dann als nächstes die Nebenquests machen oder was auch immer. Coole Rüstung übrigens, sieht geil aus. So. Falls ihr jetzt diesen Mod und die Videos dazu genießt und meine Videos gut findet, dann würde ich mich freuen natürlich über ein kleines Däumchen nach oben. Das hilft mir, das hilft meinem Kanal. Mehr Leute finden her, alle sind glücklich. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen verbleibenden restlichen Abend und wir sehen uns nächste Aufnahme. Bis dann!